Herzlich willkommen und weiter geht's. Ich bin Tom Paris und ich habe gemerkt, ich muss mich viel öfter vorstellen. Sonst vergesst ihr ja noch meinen Namen. Nein, Spaß. Ja, weiter geht's. Das Schamanendeck funktioniert ja sehr gut. Sage ich aber jetzt auch schon zum 10. Mal. Von daher. Ja. So, Mage. Also Gewittersturm behält man immer auf der Hand, egal was passiert. Ansonsten ist die Starter nicht ganz so toll, muss ich sagen. Aber wir werden sehen, was passiert. Keep fighting, sag ich immer. Ja, am Sonntag wird wieder gestreamt, hoffe ich. Wobei, wenn ich das Video hochlade, ist es vielleicht noch gar nicht Sonntag. Nee, wahrscheinlich nicht. Dann am nächsten Sonntag. Also, egal wie, meine Aussage stimmt. Ich werde jetzt wieder regelmäßig streamen. Ich habe eine Lösung gefunden. Ja. Zwar noch keine, die mir hundertprozentig gefällt, aber auf jeden Fall eine, die mir das Streamen ermöglicht, denke ich mal. Ich werde heute noch ein bisschen hin und her testen. Ja. So, was macht der Mage? Er zieht eine Münze, coint, was zieht er für 3? Okay. Jetzt könnte er sein Einfrieren für 3 machen. Ich weiß nicht, wie die heißt. Und einmal drauf. Jo, wird er wahrscheinlich auch machen. Oder er greift sich selber nochmal, aber das macht ja keinen Sinn, weil der kriegt den ja auf jeden Fall. Ah, okay. Das war jetzt ja mega schlecht. Oder was meint ihr? Also ich meine, den hätte er ja so oder so bekommen, außer ich bringe ihn zum Schweigen, aber für einen? Ich meine, naja, wenn hätte ich ihn von Anfang an zum Schweigen gebracht. Ja, aber so doch nicht. Jetzt lohnt sich schon mal der erste Gewittersturm. Weiß nicht, ob es sich wirklich lohnt. Aber 5 ist schon mal eine Hausmarke, da muss er schon mit dem Feuerball drauf. Oder mit dem Schieb. Okay, er ist wahrscheinlich ein Ice Mage. Bringt ja auch nichts. Also ich meine, denkt er dann gar nicht mit? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das Licht beschützt mich. Spotter, sehr gut. Weiter geht's. Also das hat nichts gebracht, weil er sich ja eh wieder hochhält in einen. Dann hätte er lieber den Schaden auf mich machen können. Nächste Runde könnte ich 6 Schaden machen. Ich greife den anderen an? Nee. Doch, einen Diener auf dem Board zu haben, ist nicht schlecht. Runde 9, Alexstrasias macht er wahrscheinlich. Deswegen muss er, also er muss quasi warten, bevor er seine Spells raushaut, weil sonst bringt ihm Alexstrasias ja nicht. Also er bringt, es bringt ihn schon ein, also ein bisschen was. Aber wenn er jetzt zum Beispiel 15 Schaden macht, oder sagen wir mal, ja, 15. Und dann Alexstrasias macht, dann hat ihm Alexstrasias wirklich nicht was gebracht, also außer, dass er danach 8er liegt. Wenn er erst Alexstrasias macht und in 10. Runde mich fertig macht, dann bringt ihm das schon was. Deswegen versucht er mich jetzt einzufreezen, denke ich mal.
Das wird ein Geheimnis sein. Wenn ich ihn angreife, wird der Diener zerstört. Okay, da hätte er aber warten müssen eigentlich. Naja. So, testen wir den erstmal. Okay, ist nicht. Dann kann das ein Gegenzauber sein. Auch nicht. Dann ist es vielleicht, wenn ich einen Diener ausspiele. Oder halt aber auch sein Eisblock. Wäre ja wahrscheinlich auch logisch. Aber allerdings bis Runde 10. Vorher wird er mich nicht fertig machen. Also nächste Runde habe ich ihn auf jeden Fall. Naja. Unter 10. Frage ist gleich nur, wie ich es mache. Ich werde wahrscheinlich den Hammer anlegen, damit ich genau ihn auf einen runterhauen kann. Also wichtig ist ja, wenn ihr wisst, dann ist er ungefähr ein Eisblock. Dann macht nicht die 10 Schaden auf einmal, weil dann behält er nämlich in nächster Runde noch die 10 Schaden. Macht ihn erst auf einen runter, wenn es geht. Oder halt so wenig wie möglich, dass er so wenig wie möglich Leben hat. Und dann finisht ihn erst. Dann behält er nämlich die HP-Zahl, die er als letztes hatte, bevor er den Eisblock auslöst. Okay. So, jetzt kommt da wahrscheinlich noch Eisrüstung dazu. Jo. Das war jetzt nicht so gut, aber mehr Schaden hätte ich halt nicht machen können. Okay, aber selbst wenn, ist er in 2 Runden tot. Ja. Und sonst kann er Alexstrasias nicht ziehen. Außer das ist jetzt nochmal eine Rüstung, das wäre natürlich ärgerlich. Die habe ich jetzt rausgehauen, damit ich so viel Leben wie möglich auf meinem Diener habe. Okay, Alexstrasias zieht er jetzt schon mal nicht. Das bedeutet, er hat 8 Rüstungen drauf. Oder ein Diener, der angreift, wird es kaputt gemacht. Oder ein Diener verdoppelt sich. Also wenn ich jetzt den lege, dass er den auch hat. Oh, sorry, ich habe gerade Cornflakes. Ganz vergessen, dass ich... aufnehmen. Okay, er friert ihn auf jeden Fall ein. So. Ich weiß nicht, wie teuer ist denn so ein Geheimnis? 3? Ja. Also dann könnte Alexstrasias nicht legen.
Ich hoffe, es ist einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis ich ihn fertig mache. Weil es sieht ja eigentlich sehr gut für mich aus. Heilen würde er sich nicht können. Ansonsten. Ist ja nächste Runde tot, ja. Ja, wie immer vielen Dank. Votet meine Decks. Registriert euch auf Sharks. Macht weiter so. Ihr seid die Besten. Bis bald. Ciao.